Ihr wollt wissen, wie es in der Fabrik weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ich war fast fleißig, glaube ich. Und zwar habe ich in unserer zweiten Etage hier. Was hast du denn jetzt? Okay. Moment, hier unten, da habe ich schon mal die Anschlüsse soweit gemacht. Hier kommt jetzt schön Terium raus und ups, hier kommt Kupfer raus. Ja, da sind eine Menge Kupferbarren und 1, 2, 3, 4, ab da sind auch eine Menge Kupferbarren. Die 4 sind Terium und ja, jetzt geht der ganze Spaß quasi hier oben nochmal weiter. Und wie ihr rechts in dieser wunderbaren Liste sehen könnt, habe ich ein bisschen was vor. Und ich glaube, da kommen noch ein paar oben drauf. Deswegen, eigentlich wollte ich damit jetzt loslegen. Ich muss aber noch ein bisschen rumrechnen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich daran gehe, ob ich das als separate Fabrik bastel oder ob ich da irgendwie was anderes mache. Denn die Möglichkeit hätten wir, das quasi hier oben drauf zu setzen. Und dann wird das ein paar Etagen noch in die Höhe gehen. Und eigentlich in die Höhe bauen ist ja gar nicht so verkehrt. Da bin ich halt noch am Überlegen, wie ich damit weitermache. Deswegen gucken wir uns heute einfach nochmal an, wie wir denn diese Etage hier jetzt zusammenbasteln. Denn, dann sollte ich da unten reingehen einmal. Ich habe schon mal bis hierhin Zeug gebracht. Und zwar Wasser. Haben wir dort einmal 600. Also fast 600. Das sind die vier, die wir mal von da drüben irgendwie darüber gesetzt haben. Die sind nochmal abgezogen. Ne? Hier sind definitiv 600 und hier sind auch nochmal irgendwie, keine Ahnung, fast 600 Kubik, die da durchgehen. Ich weiß es nicht genau. So. Und hier oben kommt einmal unser Quarz an und einmal unser Katerium. Also zweimal Quarz und einmal Katerium. So. Und so wie ich die aufgebaut habe, sehe das nämlich so aus. Ich habe bis hierhin Katerium. Darum. Und da hinten in der Ecke, nicht hier reinfallen, da. Das machen wir jetzt einmal weg. So, dort in der Ecke haben wir auch nochmal Katerium. Also bis zu den Maschinen, die hier jeweils drüber stehen, über diesen Dingern, geht Katerium. Das wäre der ganze Bereich. Und diese Ecke dort hinten, das sind dann jeweils 11 Maschinen, also 11 und 11. Da geht dann gehen unsere Kristalle rein. Wie heißen sie? Hier, Quarz. So, und das versuchen wir jetzt irgendwie hier anzuschließen, schön zu machen. Und gucken mal, wie das dann aussieht. Dafür habe ich aber auch schon hier überall einen Weg runter und auch diese Schrägen gemacht und die Säulen. Kommen wir hier an. Das war vollkommener Quatsch, hier runter zu gehen, weil brauchen wir gar nicht. Wir wollten das hier von oben anschließen. Falsche Richtung. Hallo? Wing is in die? Hä? Oh. Oh. Da reden wir jetzt einfach nicht drüber, ne? Ne. Immer noch jedes Mal in die falsche Richtung. Ja, bestätigen. Ja, bestätigen. So, dann bleiben wir nämlich auch in dem Fenster. Aha. So, also einmal hier rein. Hier hoch. Hier sieht der Spaß übrigens ein bisschen enger aus. Ich könnte also quasi direkt hier auf den Apparillo laufen. Oder hier hin und komme dann
nach ganz oben. So, haben wir das auch geklärt. Mit Strom versorgt habe ich die schon mal. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Nee, Logistik. Und dann schnappen wir uns die Teile hier. So, da ich immer noch nicht raus habe, woran genau ich die exakte Ausrichtung erkenne. Also ich sehe schon mal, dass es irgendwas mit diesen kleinen Pfeilen an der Seite zu tun hat. Also ziemlich genau da, wo der Hammer jetzt ist. Ne, da oben, da sind so rauf-runter Pfeile. Ich habe halt keine Ahnung, ob ich da jetzt sehen kann, was vorne, was hinten ist. Weil wenn ich den Kollegen hier komplett umdrehe, habe ich die auch wieder. So, das ist ein bisschen daneben. Ja, wunderbar. So, hier sieht man jetzt nochmal die Markierung, die ich mir gemacht habe. Also wie gesagt, bis hierhin geht Caterium. Ab hier haben wir Quarz. Ich habe mir überlegt, dass ich das Quarz... so wollte ich die haben. Wenigstens alle da dran haben. Quasi hier hinten in die Ecke bringen, beide. Nur weil die kommen ja eh auf der Seite raus. Das heißt, ich würde die hier hinbringen und dann geht einer quasi auf den und einer auf den. Und dann geht der ganze Spaß da durch. So, jetzt wieder drehen. So. Ziehen wir jetzt einmal durch. Ja, wie gesagt, die ganzen Konstruktoren für einmal die Stangen, für dann die Stachel. Das ist halt alles 1:1. Ne? Aus einem Eisenbarren wird einmal Stangen. Nein. Und das einmal Stangen wird einmal mit einem Stachel. Ich muss sagen, mir gefällt die Übersetzung nicht wirklich. Deswegen sind das halt wirklich extrem viele Maschinen, damit wir da auf die 2760 Stück kommen. Daneben. Letztens, im Moment, zieht ja nochmal einen weg. So, dahin, dahin. Das dürften auch schon so gut wie rum sein. Beispiel, wir sind rum. Das heißt, wir machen als nächstes die Bodendurchführung. Ich habe mir gedacht, ich mache sie alle ziemlich gleich. Vom Aufbau her, die ganzen Etagen. Weil dann braucht man sich nicht jedes Mal umstellen. Ich musste noch mal ein bisschen Wasser nachfüttern. Weil ich kam mit dem, zumindest bin ich mir relativ sicher, dass ich das nicht hinkriege, was wir haben, nicht aus. Ich brauche 1400 irgendwas für hier oben. Und da kam ich nicht hin. So, dahin. Deswegen habe ich auf der anderen Seite, also nicht hier, wo jetzt meine ganzen Wasserdinger sind, sondern da, wo ich das bisschen Wasser für den Beton gemacht habe, da habe ich nochmal 5 Stück hingestellt und die dann untenrum da reingeleitet. Das zeige ich euch gleich nochmal eben, wie ich da gearbeitet habe, weil da habe ich dann halt die 1,4 einmal abgenommen, damit die nämlich die andere Leitung nicht komplett rüberziehen muss und dann eine Leitung an der anderen vorbeilegen, das wäre Quatsch gewesen. Dadurch habe ich das ein bisschen verändert. Aber nicht so wild. So. Hier sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo
Quarz aufhört und das Kriterium wieder anfängt. Ich glaube, ich gehe auch gleich zuerst mit dem Quarz. Weil das, glaube ich, etwas einfacher ist, an die richtige Stelle zu kriegen. Und dann würde ich sagen, fange ich, wie gesagt, es hängt halt an der Ecke. Dann würde ich sagen, ich fange da an und gehe damit rum. Ist halt eh nur ein Band. Das war halt auch beim Kupfer so schön. Cleverer wäre eigentlich, auf die andere Seite zu gehen, also sprich in genau die Ecke und dann in beide Richtungen wegzulaufen. Dann wird das ein bisschen effizienter verteilt werden. Aber das ist, dafür habe ich halt das Problem, dass ich einmal rüber durch die, quasi um die ganze Ecke drumherum da ziehen muss. Das ist, glaube ich, nicht so schön. So, wir haben das geschafft. Dann, ach komm, wir haben als erstes die Rohre. Dann setzen wir die schon mal rein. Ein wunderbares Video. Wir fliegen einfach viermal im Kreis. Und wenn wir damit fertig sind, gehen wir nach unten und fliegen da x-mal im Kreis. Ich glaube noch öfter. Einmal für... Also wir fliegen auf jeden Fall einmal für die ganzen Splitter. Dann fliegen wir einmal für die ganzen Lifte. Dann fliegen wir einmal für die ganzen Bänder. Wir sind ja schon bei drei. Dann einmal für die dicken Stützen, für die Rohre. Einmal für die Rohre selber. Dann haben wir bei 5. Dann für die Kreuzungen der Rohre. Ja, schon bei 6. Und dann nochmal fürs Anschließen. Also, ja, guck mal, hier oben, schwert euch nicht drüber, aber es ist viel, viel weniger als wieder unten. So. So, gerade mal 4 Sippel hier oben. Und nein, ich habe nicht so lange gebraucht zum Rechnen. Ich habe nur überlegt, ob ich es noch irgendwie bekloppter ausdrücken kann als 4 Sippel. So. Hier rum. Und da rein. Da rein. Und dieses ganze Projekt ist auch wieder so ein bisschen zum Nachzogen verrückt werden. Ich habe ständig irgendwas, was ich irgendwo einstöpseln muss. Wenn ich so die Videos hier mache, dann fällt mir manchmal erst dann auf, wie repetitiv dieses Spiel doch sein kann. Okay, offensichtlich ist es besser, die Dinge an den Seiten zu haben. Ja. Dahin und immer schön drüber. Okay, das darf ich nicht runterziehen. Okay, verstehe, verstehe. Mir geht dieses Geknister auf den Senkel und ich weiß einfach nicht, woher es kommt. Wahrscheinlich muss ich irgendwo nochmal bei den Soundeinstellungen oder der Empfindlichkeit vom Mikro oder sowas einstellen. Also ich kriege das einfach nicht in den Griff. Also, guck mal, hier geht's besser. Das hätte ich so lassen sollen und nicht dann auf einmal ändern. Okay. Okay, also den Spaß immer seitlich machen. Verstehe. Das ist schon mal etwas, was ich gelernt habe. Wunder. So, das Ganze hier kann man natürlich auch ein bisschen platzeffizienter machen, garantiert. Auch wenn das erstmal eine Menge Zeug ist, das man irgendwie verpacken muss, aber macht man halt eine etwas größere
Logistikebene zieht das Ganze schön in die Mitte und passt schon. Ich wollte nur diesmal was machen, wo die Schornsteine mal außen sind. So. Die. Also, dass die quasi eben nicht mir den Raum vollräuchern. Bin noch am Überlegen, ob wir hier am Ende dann Wände dazwischen setzen, weil dann Clipping geht das ja alles. Oder Softclipping. Da bin ich mir aber tatsächlich noch unschlüssig, wie ich das genau machen möchte. Aber auch das werden wir schön gemeinsam rauskriegen, wenn ich dann eine Idee habe. Weil hier in der Etage wäre es quasi ja, irgendwo. Entweder geht man hin und sagt, gucken wir uns eben an. Ich ziehe das hier an die Wand. Das klappt schon nicht, weil also hier müsste ich es hinsetzen. Und dann wäre die Säule komplett eingemauert. Das ist schon mal blöd. Also das werde ich. Lieber wäre mir eigentlich da die Mitte. Gut, könnte man jetzt natürlich hingehen und sagen, wo haben wir sie? Architektur. Die Barriere, den da hinsetzen und dann kriege ich das schon irgendwie da reingebastelt oder auf der Seite hinsetzen und dann hier durchziehen. Muss mal gucken, oder hier genau an die Kante setzen oder so. Irgendwie sowas. Ja, wenn ich den setze, dann kriege ich natürlich schön die Wand entweder so da dran. Dann wäre die da drin. Muss ich noch gucken, wie ich die ein bisschen. Das Ding so gesetzt, dass ich die Wand. Natürlich genau die Breite von dem Ding. Was ich natürlich machen kann, ist den wegreißen, eine Säule dahin, da die Wand und so. Dann hätte ich das schön mittig. Also das sind alles noch so Sachen. Ich weiß noch nicht. Das haben wir. Dann fangen wir jetzt mit dem Quarz an. So, dunkel. Ach ja, wird ja auch gerade Nacht draußen. So, das heißt, wir fangen hier vorne an. Nee, Logistik. Wir brauchen erstmal den Kollegen, den ziehen wir hier runter. Und dort hätte ich gerne den Kollegen. So, jetzt wollen wir den Splitter haben. Den Splitter möchte ich aber in dem Fall einmal so setzen. So, und dann kannst du weg. Und dann hätte ich dich nämlich gerne nochmal so gesetzt. So, wäre ich jetzt richtig clever gewesen, aber das war da irgendwo müssten die runterkommen. Das heißt, wir ziehen jetzt das Band. Wenn ich das genau in diese Ecke lege, dann habe ich immer noch den Rückweg. Warte mal, wie viele mache ich denn? Muss mal in meine schlaue Liste hier gucken. Brauche ich sowieso zwei Bänder. Das heißt, den Rückweg könnte ich ähnlich legen. Dann gehen wir jetzt hin und legen uns. Achso, ich mache mal auch erstmal noch weg. Legen uns einmal das Band hier hin. So. Das heißt, von hier aus wäre das quasi. Hier hin und dann so. Da möchte ich das angeschlossen haben. Okay. Dann ziehen wir den Spaß. Ja, gesagt. Okay, ich gehe noch mal eben nach oben und setze mir zwei, also bei den beiden Dingern,
eben den Ausgang hin, damit ich da so ein bisschen eine Referenz habe, wo denn, wo ich dann vielleicht ein bisschen die Bänder vermeiden sollte. So, einmal darüber, ins genau da hinten in die gegenüberliegende Ecke natürlich. So, einmal dorthin und dorthin. Das sieht natürlich genau wie da aus, wo ich durch will. Wetten? Wetten, 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 wetten. Jetzt bist du auch noch dazu. Das Ding hier macht Geräusche. So. Dann gucken wir mal. Hier sind die beiden. Also ich müsste quasi genau hier zwischendurch, weil das wäre die Richtung dahin. So, das ist meine Flucht. Verzeihung. Hey, wo kam der denn weg? Ich hab... So. Jetzt nochmal hin und her rennen, habe ich keine Lust drauf. Dann holen wir uns mal die gehen weg, die kommen rein. Dann nehmen wir das auch mit rüber, dann haben wir doch genug. So, da oben ist das Löschlein. Da wollen wir rein. Klingt auch irgendwie falsch. So, da sind wir. Dann machen wir direkt wieder zu. Okay, wir haben gesagt, wir wollen hier durch. Na, einmal runter. So. Da haben wir aber nur Platz für eins oder wir müssen es hier ein bisschen klippen lassen. Bringt mich den... Passt auf. Wir versuchen mal Folgendes, wie das denn aussieht und wie sich das macht. Von da aus, direkt hier oben dran. Da ist das Clipping da minimal. Ziehen wir das so durch. Dann haben wir das auf einem Weg. Dich hätten wir gerne jetzt hier hinbringen. Du sollst die Mitte sein. Zack. Zack. Und du da oben. Ich hätte mir gerne quasi daneben. Dann kann ich sagen, der geht dort ran und der geht dort ran. So, dann ist der Spaß nämlich schon mal drin, geht einmal rauf, geht einmal runter, kommt hier hinten ran. Das sieht doch eigentlich ganz passabel aus. Ah, da ist ein bisschen blöd mit dem, aber grundsätzlich, wir kriegen das da zwischendurch. Hier kommt der Kram zurück. Alles gut. Das schaffen wir also. Da gehst du rein. Und da gehst du rein. So, jetzt müssen wir die Kollegen nehmen. Und die sollen jetzt von da kommen. Und dann runter mit dir. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und sollte hier passen, ne? Oder? Das ist nicht richtig. Ich renne zu weit hinten. Danke. So ist richtig.
So. Dahin. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Den hier hinten, da mache ich gar keinen mehr, ne, gar keinen Splitter mehr vor. Der geht einfach aus dem Splitter hier rum rein, fertig. So, eins, zwei, die zähle ich jetzt nicht ab. Okay. Das scheint ja eigentlich ganz gut auszugehen. Na komm. Läuft jetzt schon mal schön da oben rein. So nach und nach haben wir die erste Seite nämlich schon angeschlossen. Braucht mal jetzt Zeit. So. Bin ich? Da bin ich. Mann. Da rein, da rein. Theoretisch hätte ich das hier auch machen können, dann würde der gar nicht so, dann könnte ich gar nicht Gefahr laufen, hier irgendwas falsch zu machen. Naja, mach nichts, lassen wir so. Okay, das läuft so langsam durch. Es wird auch jeder befüllt. Hier kommt auch mal was an. Jo. Dann sind die da oben schon mal voll. Und wir können hier drüber springen. Dann schnappen wir uns den. Gehen ein paar Schritte zurück und sagen, wir hätten den gerne. So. Das Gute ist, dass ich mir die Markierung gemacht habe. Dann weiß ich genau, wo ich aufhören muss. So, und einen haben wir noch. Sag mal, kommst du her? Danke. Und du kommst einfach so runter. Muss jetzt so die Dinger hier bauen. Zack, zack. Ich bin in der, also für die Geschichte oben noch am überlegen, wie ich dann am sinnvollsten die Zuleitung für Zu- und Ableiten für die Ressourcen machen kann, beziehungsweise Zu- und Ableiten für den, also Ressourcen dazu, Produkte raus, für die ganzen Konstruktoren. Schön wäre natürlich die zwei Ecken, also zwei Kanten so, von der Seite hochzuleiten. Weil wäre quasi einfach hier Autosave kommt gleich, die eine Wand hier zu nehmen und dann Konstruktor drüber, fertig. Dann haben wir das da an den Seiten schon mal. Die Konstruktoren dann so gegenüberstellen, dass ich quasi mit einem, Merger macht zwei Konstruktoren, nimmt der auf und packt die auf dem Band und haut den Spaß dann raus. Wunderbar, vier Bänder.
muss ich gucken, also irgendwie die ganze auf maximal 4 Reihen kriegen. So, jetzt haben wir gesagt, wollen wir hier den Spaß setzen? Du bist doch wieder. Fang an mit dem Kollegen. Zünden runter. Also ich hoffe, ihr habt ungefähr verstanden, oder es war ungefähr verständlich, was ich sagen wollte. Dann ist halt die Frage, wie ich die in der Mitte aufgestellt sehe, wie viele kriege ich auf die eine Ebene, wie viel brauche ich noch eine zweite, oder wie soll das dann laufen? So, hier ist gut und hier ist gut. Dann drehen wir den noch und dann ist da gut. Und dann gehst du einfach bam, da rein. Das ist auch schön gerade. Wunderbärchen. Hat er nicht gesagt? Doch, hat er. Nein. Falsch gedreht. Splitter. So. Von da kommt er. Kommt der Spaß von da? Oder ich hatte doch gesagt, ich lasse den hier reinlaufen. Was ich natürlich machen könnte, ist den hier... Nee, den setzen wir anders. Das machen wir nämlich jetzt genau so. Du gehst so da rein. Du kommst nochmal extra. Und dann geht das Band wieder dahin. Weil dann können wir sagen, okay. Jemand hat nicht nochmal, dass ich komplett außen rum. Das dauert nicht zu lange. Da ist runter, da ist da, da ist dieses. Und dann sind wir hier. Weil hier in der Ecke brauchen wir ja auch die Info, wo haben wir dich. Das heißt, da einer. Und dort rein. Dann fliegen wir wieder hier rüber, gehen hier runter und sind da drin. Und machen wieder zu. Gar nichts passiert. So, das ist unser Weg durch. Das heißt, wir ziehen den runter. Damit haben wir uns auch darauf geeinigt, dass die Dinger innen laufen sollen. Genau wie wir es da hinten getan haben. Und hier zwischendurch kommt der Kollege. Was jetzt hier natürlich echt dämlich ist, aber dann ziehen wir den einmal hier rüber. Ziehen den... Oh, das ist zu weit rüber. Machen wir den. Probieren wir nochmal. Wir wollen eigentlich hier hin. Na komm. So, okay, da ist einmal so ein bisschen. Und dann ist hier unser Anschluss. Den Kollegen ziehen wir bis in die Mitte. Boah, echt jetzt. Bis dahin. Und dann. Du gehst jetzt in 2 schon mal rein, richtig? Jo. Sehr gut. Dann wollen wir mal sehen. Jetzt geht das von hier aus weiter. Runter mit mir und so. Auch vorschlagen, ich ziehe jetzt das noch eben mit euch durch. Das wird heute eine etwas kürzere Folge wahrscheinlich. Und das Wasser, das machen wir dann. Das mache ich wieder ohne euch.
weil da weiß ich noch nicht, wie ich das hier legen muss. Das ist ja jetzt ein bisschen komplizierter. Ein bisschen rumrechnen, wie viele wo, welche Richtung was kriegen. Da ziehe ich dran, zeige euch das. Ich wollte euch unten noch was zeigen, wie ich da das umgebastelt habe. Das machen wir auch gleich noch. Aber erst ziehen wir einmal hier die Kollegen rum. Jetzt haben wir auch mal einmal den hier. Den müssen wir nochmal machen. So. Den da dran, den nehmen und weiter geht's. Bitte von dort, danke. So. Dann schauen wir gleich, dass wir, wenn hier der letzte Anker ist, dass wir direkt den Zinten anschließen. Dann laufen wir mit den Liften wieder zurück. Ziehen die Bänder nochmal hin. Und dann haben wir es doch auch schon. So. Hier hin. Zack. Eins, zwei. Und eins, zwei. Da dran. So. Das. Huiuiui. Das sind ein paar Dinger, die wir dann hier gesetzt haben. Ja, aber ich glaube, wenn das hier fertig ist, sieht das auch richtig toll aus. Dann haben wir quasi das erste Mal wirklich was. Ja, was heißt das erste Mal? Die anderen Sachen. Aber also diese ganze, gesamte Fabrik, die hat schon einen gewissen Style. Die Hütten für die eigentlichen Sprengstoffe sind voneinander getrennt. Das könnte man sogar als sinnig erachten, weil wenn eine hochgeht, geht nur eine hoch. Dafür machen die wiederum zu viel, als dass das sinnig wäre. So. Ja, aber verschiedene Stile da drin. Eigentlich gefällt mir das hier ganz gut, was wir hier hinten gebastelt haben. So, das läuft jetzt so langsam hier rein. Wie gesagt, dass das hier nicht die schnellste Möglichkeit ist, die Apparillos irgendwie voll zu kriegen, ist mir klar. Aber wenn die einmal dran sind, sollte das passen. Dorthin und noch ein und dann drehen, dann eins, zwei und setzen und weiterlaufen lassen. Weil, wie gesagt, wenn die einmal voll sind, dann geht es ja direkt, also dann ziehen die sich immer nur das, was sie brauchen, und das sollte auch bis hinten hin kein Problem sein, hoffe ich. Ich glaube, wie sieht das aus? Moment, Kriterium. Ich habe sogar auf der Leitung etwas mehr drauf, als ich brauche. Warum sieht das hier so viel kürzer aus als das? Bin ich blöd? Wahrscheinlich. So. Jetzt warten wir einmal. Okay. Nee, wir warten nicht einmal. Bis die voll sind. Wie gesagt, das dauert einen Moment. Aber ich sehe, das kommt alles so langsam hier an. Quarz ist schon drin. Quarz haben wir auch mehr als wir brauchen. Wir haben 1560 und brauchen 1485.
wunderbar, viel, extrem viel mehr. So, ich habe gesagt, wir wollten nach unten, dann können wir hier mal langlaufen, rum, rum, rum. Jetzt die Etage hier, bin ich hier richtig? Praktischerweise muss ich sowieso hier durch. Das ist nicht die Etage, die ich meinte. Aber wir können uns einmal diese hier angucken. Ähnliches Prinzip, Katerium läuft hier in die vier Stück rein. Das habe ich hier vorne übrigens so gemacht, die drei, ne, die kommen hier hoch. Praktischerweise passt das sowieso nicht bis ganz oben. Macht da einmal einen Abzweig, geht hier rüber. So, Wasser haben wir ganz einfach. Hier ein bisschen was aus dem Rohr rausgenommen und was aus diesem, ne, komplett dieses. Und dann das hier nach links weglaufen lassen. Und nach den ersten zwei, weil wir brauchen 616 auf dieser Etage, sind total bescheuert. Also habe ich hier zwei laufen lassen und habe dahinter aus der 300er gehen quasi die fehlenden 20 noch in dieses Rohr rein. So zumindest die Theorie. So. Und ich habe hier im Inneren natürlich dann, weil ich Pumpen brauchte, sonst komme ich nicht bis ganz nach oben. Da habe ich natürlich auch mal ein bisschen Strom gelegt. Das heißt, ich kann hier dann auch relativ gut schweben. Und wir kommen hier unten an. Und dort, meine große Änderung, also hier kommt Wasser, das da hochfließt. Das ist das von der Seite. Das habe ich hier auf einmal mit dem aufgesplittet. Und geht dann hier hinten hin weiter, bis es da reinkommt und hochgeht. Und das kam vorher von der anderen Seite, ging hier auf so eine Kreuzung. Die habe ich weggemacht, weil das Wasser, was von da kommt, geht jetzt voll hier hoch und da werden eben, wie gesagt, diese 20 abgenommen und der Rest geht weiter, also 580. Können wir uns schon mal merken, 580 kommen da oben an und da kommen 600 an. Das heißt, wir haben da schon mal 1180 plus, wie viel haben wir denn da? Gucken wir mal eben, was wir für das Eisen brauchen. Ach ja, das war ja hier ein bisschen spannender vom Fliegen her. Mal dahin. So, so. Oh, ups, die Richtung. Du brauchst am Wasser 20. Das heißt, die ziehen wir 80 weg. Dann sind da also noch 520. Mit den 80 da oben sind wir schon mal mit der 600. Vorher haben wir 1700, die da oben ankommen. Und ich glaube, wir brauchen für den ganzen Spaß 1400 irgendwas. Also wir haben auf jeden Fall genug. Und hier unten drunter, die habe ich hier schön Rücken an Rücken. Lass die in der Mitte zusammengehen mit einer Pumpe hoch. Einmal hier rüber. Und dann schön da mittig rein. So. So, die Zeit. Guck mal. 10 Minuten kürzer als sonst. Irgendwie finde ich, ist das ein geiles Bild. Das nehmen wir auch als Thumbnail. Als Thumbnail. Genau. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.